Ich bin's wieder, Leute. Eure Susi. Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Hallo, Diana ist auch da. Ja, wir gehen hier rein. Twin Drake City wartet, habe ich gehört. Ja. Ihr seht wieder, die Sonne ist in meinem Hintergrund. Das liegt daran, dass ich zu viel Sonne spiele. Deswegen ist sie jetzt in meinem Zimmer drin. Ja, dann hat mir diesen gesagt, ich soll das sagen. Und ich fand's gut. Yes. Kann man nicht irgendwie auf der Brücke nochmal eine TM geschenkt bekommen oder so? Also ich rede jetzt mit den Leuten, die da oben rumstehen. Oh, bin direkt auf die Brücke gegangen. Oh, ich würde nochmal zurückgehen, Jan. Die geben dir was Wichtiges. Was denn? Überreste. Echt? Nein. Wusste ich doch. Ich habe TM Schaufler bekommen. Die Musik ist ja cool. Okay, auf der Brücke kriegst du wirklich eine TM. Du wusstest gar nicht, dass die Brücke so einen eigenen Song hat. Der ist richtig... Ich sehe Mr. Edgelord in der Ferne. Oh ja, stimmt, da ist er. Von der Sprinterin, wie gesagt, kriegst du noch eine TM. Ja, Windhose. Yo. Ja. Oh Gott, ich sehe ihn schon. Ich will nicht, Jan. Ich will nicht. Ich versuche ihn zu ignorieren. Zu spät. Komm. Na dann. Wie du wohl das, Meister. Du darfst. Alter, guck dir mal sein... Wie sieht sein Gesicht aus, bitte? Hat er eine Brille an, oder? Irgendwie, ja, oder er hat Glubsch, also richtig so, gerade richtig so Cartoon-Glubsch-Augen. Er hat zwei verschiedene Augenfarben, das habe ich nie bemerkt. Oder er hat ja einen Scouter oder so. Ach, ja. Der muss unser Power-Level ja erstmal messen. Ich würde dich weisen, du sollst nicht schneidig bringen können, aber darauf ist die Anerkennung, dann bin ich sicher. Mir könnte nichts egaler sein, als deine Anerkennung, mein Freund. Stell dir nur vor, so reißt 8 Jahre, dann weiß ich, fest zu überzeugen, dass beide Trainer die legendäre Drachpunkte zu eigen nennen können, sollte die an eine Stelle schlacht gegen Trainer, dann reißt du mir gleich zu Mädel, wenn ich an der Reihe. Narretei. Apropos legendäre Pokémon, könnten wir auch bald machen. Stimmt. Dann wurde doch Berufe der Neuheld zu den Wiegen gelegt und mir diesen Kids beide, die der Zügel aus mir zu teilen, wegen so unterstützen selbst und der legendäre Pokémon, der kennt bereits so einen Held, der Gedanke kennt, immer gleich vorher ist, ja. Und jedes Vorhaben, tut mir leid, Leute, wir haben neulich eine Viertelstunde, ich weiß schon, warum wir die Texte überspringen wollten, weil wir neulich einfach eine Viertelstunde vorgelesen haben, nur. Yes. Und jedes Jahr, wo Vorhaben den Pokémon zu befreien werden, dummer gleich genug Menschen für eine Förderballer werden reißen. So würden sie gar nicht gelernt, sie drehen und den Wegstück an, die du gerade so ein Pokémon alleine gehorchen und es allein gehören. Haha. Vorbereitet sind abgeschlossen. Wenn mein Meister vorgeht, erst Früchte trägt, dann werde ich ruhig drehen und Lampen von unserem Verein. Und so wird schließlich der bloße Minister des Pokémon Himmelsschreit umrecht, gerade mal geächtet und gewährt, selbst die Menschen, die da am Bälle bezeichnen, wie es einfach trotzdem noch ewig dauert. Der Rächer, dass sie zu erweisen, die den Pokémon in Freiheit schenken. Wie kann ein einzelner Mann so viel reden? Die Welt, der Ansatz weiter, oder wieder ruhig, nie wieder. Jetzt krieg ich dir noch einen Kuss, okay? Auf wenn du Besitzer eines Scheißes bist, bedeutet so lange nicht, dass du so lecker den Boden nicht anerkennen wirst und rechtlich bist, wenn du so mit dem Helden hast. Du solltest dir so mal Hälfte bringen, wie du Pokémon zu unterhalten. Okay. Also, er hat jetzt im Endeffekt gesagt, ja, N ist ganz toll, das legendäre Drachenpokémon kennt ihr als Herzschaden, nichts wird mehr sein wie vorher, weil sie die krassesten Oberlords überhaupt sind und wir sind dumm. Das war die Zusammenfassung davon. Mein Gott, kann ich geht's nicht leid. Hab ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon, oder? Alter! Ich hab gerade hier im Falter reinbekommen. Von wem? Von dem ersten Typ, der dir nach der Brücke entgegenkommt. Ah, der da. Okay, was krieg ich von ihm? Ich frage, was ist das Original? Schleuder. Ah ja, ich hab Schattenstoß bekommen. Ja, warum nicht? Wer kann alles Falter reingelernt? So mal rein, prinzipiell. Lonlon und Helga. Ja, Helga könnte es vielleicht gut gebrauchen. Ich muss sagen, bei Helga wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. So, komme ich jetzt hier zum Kaufhaus, bevor ich irgendwie gegen jemanden kämpfen muss? Ich würde nämlich gerne nach den TMs gucken. So, der Schattenstoß, Jan. Ja, ich komme ins Kaufhaus rein. Jan, hast du schon mal einen Schattenstoß gegessen? Weiß nicht, das ist ja ein bisschen abstoßend, oder? Ah, verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ja, Schattenstoß ist zwar ganz nett, aber ich glaube, ich bringe es keinem bei, weil ich wüsste gerade nicht wem, ehrlich gesagt. Ich könnte Turbos, Voltolos und Octillerie. Also, du willst direkt ins Kaufhaus gehen? Ja, wenn du unten am Busch entlang gehst, kommst du da gut hin. Am Busch entlang? Oh, ich habe hier den Typen gefunden, der uns Donnerstein schenkt. So, ich bin auch vorbeigekommen an den ganzen Prüglern. Prüglern vor allem. Wer ist der Typ denn? Ganz oben so ein Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter! Nee, du bist auch nicht der TM-Guy. Ich bin in der mittleren Etage links. Oder? Rechts. Okay. Ja.
Was waren okay. Das nochmal eigentlich? Gigaschuss und Hyperstrahl, sagst ja. Du, oder? Bei mir sind es Eisenschweif und Tempohieb. Aber mir ist immerhin Energieball. Ui. Und Todeskuss. Das ist ja auch ganz nett, aber werde ich wahrscheinlich nicht drauf zurückgreifen. Immerhin ich habe ein Flammenmodul gefunden. Mehr Module für mich. Wo denn das? Habe ich ganz wenig Leistung, kostet viel zu viel. Unten, wenn du reingehst. Also auf der rechten Seite unten und dann hinten links, rechts. Bei den Rotom? Ich habe einen Hyperball gefunden. Ja. Na gut, dann sind wir eigentlich geheilt. So halbwegs. Ja. Wollt ihr mit Leuten nicht reden hier drin? Vielleicht geben die uns noch irgendwas stimmt. Heftiges. Irgendwie habe ich die Leute drin alle komplett ignoriert. Ja, ich merke es schon. Und die will kämpfen, okay. Oh. Wie der direkt vor der Halle steht. Im Einkaufszentrum. Und schickt mir direkt eine Ho-Oh. Weißt du, denen ist alles egal einfach. Pokémon-Trainer kämpfen immer und überall. Jo, selbst ein Ho-Oh einfach mal eben im Kaufhaus rausholen. Mach ich ja jetzt auch. Ich hole auch mein Ho-Oh raus. Und die Händler sitzen da nur so, oh ja, it's Ho-Oh again. Das heißt so schön. Mal, das heißt auch Ho-Oh auf Englisch, ne? Ja, meine schon. Okay. Warum heißt es eigentlich nicht Ultra Phönix? Ich hätte es Ultra Phönix genannt damals. Ich glaube, Ultra Phönix ist zu lang. Ich finde, jedes Pokémon sollte nur heißen wie das Tier oder der Gegenstand, nachdem er designt wurde. Phönix, einfach. Ja. Naja, aber meine heißt ja mehr oder weniger Phönix, ne? Oh, schau mal, ein wildes Maus! Maus! Pikachu. Könnt ihr euch Pikachu vorstellen, das heißt einfach nur Maus? Oder gelbe Maus? Weil es gibt ja mehrere Mäuse. Ich werde mir ein Elektro-Nagati machen in 7. Genian. Was hältst du davon? Könnte man sicher sehr gut machen. So. Schockwelle! Alligator! Bist du ja gerade ein Ravigator oder was? Ein Rock. Ne, war ja Rockkaiman. Also Kaiman! Kaiman, genau. Was sagst du denn? Kaiman wird zu einem Alligator? Das ist voll unlogisch. Und davor von einem Ganodil, also von einem Krokodil? Von einem Krokodil zu einem Kaiman zu einem Alligator? Ja, welcher waren aber die größeren davon? Krokodil oder Alligatoren? Kaiman waren ja eigentlich die kleinsten. Ah, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie groß oder klein sind. Ich meine nur. Ich weiß, es war irgendwas mit den Zähnen, das mit Alligator und Krokodilen unterschiedlich war. Ja. Die unterschiedliche Größe haben, weiß ich gerade nicht mehr. Oder waren das nicht oben und unten irgendwie anders angeordnet? Nee, ich glaube, dass die Dingens, ich glaube die bei... Krokodile haben die Zähne irgendwie außen und die Alligatoren genau. Irgendwie innen oder so. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob es in der Reihenfolge war, aber so war es. Eine von denen hat die Zähne innen und eine haben die Zähne außen. Und dann kommt der Schnösel hier mit seinem Togepi an. Okay. Achso, Ei! Was? Achso. Genau. Es soll doch gerade von den Neuen soll es eine Höhle geben. Schnösel vor allem. Welcher Schnösel denn? Der vor der TM-Abteilung. Wieso will der Camp? Wir stehen direkt vor dem Tresen, Junge. Du kannst ja nicht deine Pokémon rausholen. Was bist du denn eigentlich? Ein Bronzong. Motte! Glocke. Na, was ja. Ist es? Bronzong? Ja, du musst immer raten. Das wäre doch ganz witzig eigentlich. Wir müssen immer gegenseitig raten. Bei kommt Motte? Ah, ich glaube, Motte kommt dem am ehesten noch nahe. Romot? Nee. Motopel? Nein. Rabot? Nein. Pudox. Pudox? Ja, ich wollte es gerade sagen. Damn! Okay. Das zählt doch noch, oder? Mhm. Ja, ich denke auch, Pudox ist eine Motte. Von mir aus könnten sie unendlich viele Motten-Pokémon machen, weil Motten einfach großartige Tiere sind. Schleim. Slybok? Yes. Okay. Oh. Schluck mich, wer dein Magen. Wenn man so drüber nachdenkt, ne? Worauf die Pokémon eigentlich wirklich alles basieren? Ja. Pa, ein reicher Schlösel macht sich irgendwas. So. Probieren wir es mal doch lieber ein bisschen physischer. Ist mein Int gesenkt? Ne, meine Genauigkeit. Weil ich einen Zinnkopfstoß machen könnte, fällt mir gerade auf. Ich senke Jans Genauigkeit auch manchmal, wenn ich mit meiner Glatze vor ihm stehe. Weil du mich damit blendest. Da kommt Jan aber so, meine Augen! Aber das war jetzt Abigail, Jan! Was machen die Abigail? Abigail? Habicht! Abitak! Genau. Ich nehme stark an, dass es ein Habicht sein soll, wenn es schon Habitak heißt.
Fledermaus, Fledermaus! Zubat? Etwas größer. Golbat? Yes. Wollen voll viele drin kämpfen, was ist da los? Das ist jetzt der vierte Trainer, den ich gerade hier habe. Ja, Dito, der Servierer. Ja. Ja. Jetzt wird es schwierig. Gott. Bär? Sperio? Nee. Ich weiß nicht. Bär, Katze, irgendwas. Bärkatze? Ich glaube eher noch ein Bär. Frag mich jetzt nicht, wie ich auf Katze gekommen bin. Scheint wegen den Ohren. Man, bam, fuck so halt. Gute Frage, was ist Mamfaxo für ein Tier? Ich hab keine Ahnung, aber das ist wieder einfach. Affe! Panferno? Nein. Panflam, Pampyro? Nein. Mankey? Nein. Razaf? Nein. Was haben wir noch für Affen? Er würde dich wahrscheinlich hart begrapschen. Was? Der Affe würde dich begrapschen. Ich meine, das tue ich ja auch ab und zu, aber ich bin nicht Pipian? Nein. Soll ich es auflösen? Ja. Griffel. Ach so, ja gut. Ich bin auch nicht an einen Affen gedacht, als erstes. Aber es ist schon ein Affe. Oder ich weiß jetzt gar nicht, was es sonst sein soll. Ja, irgendwie Hybrid oder so. Ja, Leute, das war mal eine schöne, sinnvolle Art, wie wir einen Part füllen können, finde ich. Okay, genau genommen, Kokon. Aber mal gucken, ob du darauf kommst. Kokuna. Nein. Schade. Safcon. Nein. Panikon. Nein. Shaloko. Nein. Gollum. Nein. Und Jan überlegt. Drasche? Ja, richtig, Drasche. Ist okay. Eigentlich schon ein Kokon-Pokémon, oder? Irgendwo ja schon, ja. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Ein Drache. Wenn man es mal genau überlegt, wenn du dir Kindwurm und Brutalanda anguckst, ne? Ja. Eigentlich ist Drasche super merkwürdig, oder? Es passt nicht so hundertprozentig mit rein, glaube ich. Also ich find's sympathisch, aber es ist doch ein Kokon irgendwie, oder nicht? Oder doch? Naja, vielleicht wollen damit sagen, dass Brutalanda eigentlich ein wunderschöner Schmetterling ist. Oh, ich gehe übrigens mal ganz kurz nach Tweak City, damit ich mich heilen kann. Ja, ich habe gerade draußen noch ein paar von denen verprügelt. Twin Drake City meine ich natürlich. Oh, Rute versucht Hydropumpe zu lernen. Nein! Oh, sorry. Okay, ich komme sofort. Moment, lass mich den Kampf hier beenden. Dabei schenke ich mir etwas zu trinken ein. Ich kann dir gerade nicht mal ein neues Paukebude-Rätsel geben, Jan. Ich kann dir eins geben. Ente. Enton? Fast. Enterion? Ja. Enterichron? Was hat denn davor? Krabbe. Kingler? War eigentlich ein Krebs. Okay, Krebskor. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Krabbe und Krebs? Ich glaube, die Größe. Okay. Eine ist, glaube ich, größer als der andere. Krebs. So. Twindrake. Ich bin in Twindrake. Und wer fällt mich an? Ach, so. Oh, Blight, hier entlang. Ist schon wieder ja da. Oh, warum? Geht sich das Lüge mit einem Gerede für alles das Licht. Weißt du, was das Problem angeht? Er redet so viel, dass alle da nur stehen so, ich hab keine Ahnung, was er gesagt hat, aber er hat bestimmt recht, er hat viel geredet. Ja. Und ich habe nichts verstanden von dem, was er gesagt hat. Hört mich an, gute Leute. Der König seine Majestät ändert die Kraft des legendären Drachen Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung verschaffen und eine glorreiche Zukunft führen. Und so wie die Legende von der Gründung einer als durch die Helden. Drache? Legende? Hä? Ich hab geschlafen. Gehen wir zu unseren einzelnen Menschen, wohnen Pokémon, wie ich kann in der Vorstellungskraft weiter übersteigen. Geh bitte nicht so langsam von links nach rechts. Es gibt so vieles, von dem wir lernen können. Musst du bei jedem Satz die Position ändern. Wir müssen nur einzigartige Kanäle und helfen, das Joch abzuschütteln, dass wir Menschen sie schwer spüren können. Schreit? Die Pokémon? Ich habe immer noch geschlafen.
Drum hört, ihr gute Leute, Gründbrunus, die Plasma, jedes neue Land, ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquickenden Trunk der Freiheit berauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zur Leibeigenen machen. Eurer ergebene Diener geht's und sagt tausend Dank für eure ungeheuerte Aufmerksamkeit, die guten Leute, Friede sei mit euch. Wenn er unser Diener ist, wieso hält er nicht einfach die Fresse, wenn wir es ihm sagen? Das ist tatsächlich voll, warum stehen die Sander da nur rum? Von wegen, ich meine, gute Meinungsfreiheit und sowas, aber nö. In dem Fall kann man doch einfach mal den Typen verhaften. Aber die Pokémon unterdrückt. Lass ich die Pokémon freilassen. Bitte nicht. Wenn ich da stehen würde, würde ich sagen, Trottel, und einfach gehen. Ja. Oh nein, Pokémon, der hat da plötzlich. Hatte ich die? Egal. Was soll das Ganze? Was hat er denn gesagt? Das ist doch Unsinn! Die eine Region entstand damals, in dem die Pokémon und Menschen zusammengearbeitet haben. Übrigens, Leute, das ist Lysander, aka der beste Charakter aus Schwarz und Weiß. Das stimmt. Wer so ein Bart hat, muss geil sein. Oh Gott, die letzte. Leute, guckt euch die letzte Generations-Folge an. Oh ja. Am Anfang nicht auf die Stimmen der Frauen. Nee, die neue letzte, die kam gestern. Stimmt. Nee, Folge 14. Neue? Ja. Ach ja. Der Freitagszimmer. Nee, Moment. Egal. Falls diese Pokémon die Beziehung den Menschen nicht wünschen würde, hätten sie uns längst vergessen. Ein Pokémon kann vielleicht ein Pokémon fangen, aber nicht seine Gefühle. Wollen wir Blight? Nee, ich will eigentlich ins Pokémon-Center. Lang nicht mehr gesehen, Lilian Lysander. Oh, Lauren, das Mädchen von neulich. Was denn? Was sucht ein Champion? Der Pokémon-Rücker Liga den Rücken, der Pokémon-Rücker den Liga gekehrt hat. Und seitdem die Lande durchstreift. Ach, ich komme gleich zur Sache. Verrate mir alles über das legendäre Drachen-Pokémon. Meinst du Reshiram? Oder Seekrom? Oder alle beide? Oder warum interessiert dich das noch einmal? Bei der kleinen Ansprache vorhin hat dieser windige Gehze doch gesagt, dass der Trainer namens N. Seekrom wieder erweckt hatte. Oho! Unser Trainer mit dem Namen N. hat White aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem Y. Für seine eigene Überzeugung will er die beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Was? Aber die beiden Drachen-Pokémon sind jetzt Freunde. So ist es, Lydia. Ja, sowas wie Freundschaft existiert bei legendären Pokémon nicht. In den Filmen werden sie tatsächlich immer so wie voll die Deppen dargestellt, die dich instant kloppen, wenn sie sich sehen, oder? Das sind sie einfach Rivalen und müssen sich prügeln, sobald sie sich sehen. Aber was war nochmal, Zack? Was steht aber für Traum und Wirklichkeit, ne? Ja. Genau, aber das ist doch... Vielleicht mag der eine Träume nicht und der andere mag die Wirklichkeit nicht. Dann kann ich den, der die Wirklichkeit nicht mag, gar nicht verübeln. Der eine ist quasi so der Träumer, der zu Hause rumhockt und, keine Ahnung, Stuff macht und, keine Ahnung, so, nee, ich will nicht raus in die Freiheit, bah! Und der andere ist so der Typische, der arbeitet den ganzen Tag von morgens bis abends im Büro und hat einfach keinen Platz für Träume. Wer ist denn der Träumer? Seekrom, oder? Ich weiß es nicht. Kann er jetzt das ist quasi einmal... Dann Office Guy Reshiram, der im Anzug jeden Tag zur Arbeit geht. Und Seekrom, der in verschlampten Klamotten jeden Tag zu Hause in seinem abgedunkelten Zimmer hockt und einfach nur, weiß ich nicht. Du hast eine merkwürdige Definition von Träumen. Ich wollte es etwas extrem machen. Ich merke schon, aber ich möchte jetzt, dass das Träumer-Pokémon das dritte Digimon-Opening singt. Das ist dann Seekrom oder Reshiram. Einer von beiden singt jetzt das Opening. Okay, die Trainer sind es, die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun das, damit sich Trainer und Pokémon noch besser verstehen. Also, ich mache mich auf zur Pokémon-Liga. Was soll ich sagen? Ich höre dorthin zurück. Natürlich werde ich einen besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so wie sie jetzt ist, eine Welt, in der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben, gut ist. Was das hier angeht, Brookwide, ich werde als Chef auf dich warten. Also hol dir den Ort von Twin Drake City und komm zur Pokémon-Liga. Und sieh dich vor, der Redaleiter von Twin Drake City ist sehr stark. Ich stehe ruhig seit neben dir. Also, ich verlasse mich auf euch, Lysander und Lilia. Das heißt, damit haben wir einen Charakter weniger, der uns potenziell anlabern kann, weil er jetzt gegangen ist. Ja. Jetzt ist er weg. Ob er in Ordnung ist, der hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, Lila. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer der einen Region. Und wir klauen den beiden gerade wieder wertvolle Kampfzeit. Blight war eure Namen, richtig? Kommt bitte zu mir nach Hause. Wenn ich jetzt automatisch hingebracht werde, raste ich aus. Es ist, wie Laura gesagt hat, ich werde jetzt über das legendäre Drachen-Pokémon erzählen, was ich weiß. Lila, wärst du die vorauszugehen? Ja, die Geschichte von Reshiram und Seekrom, wir erzählen sie dir. Wir führen dich hier durch Twin Drake City, hier entlang. Nein, 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 lass mich doch ins Pokémon-Center gehen. Da geht's lang. Oh. Darf ich allein gehen? Danke, mein Gott. Erstmal heilen. So, heilen und dann schön wieder zurück zur Route, würde ich sagen. Jo. Mann. Sag jetzt nur noch, wann holen wir uns denn unsere beiden Legenden? Wie gesagt, die sind Level
42, also ich würde sagen, wir müssen am besten vorbereitet da reingehen, weil auf 42 könnte uns ein legendäres Pokémon auch ein bisschen gefährlich werden. Ja. Wir erklären jetzt erstmal die Route beim nächsten Mal und dann überlegen wir gleich zwischen dem Part. Ich guck nur, kann ich nach rechts aus der Stadt raus? Nur so aus Interesse, weil da kann man ja eigentlich erst später hin. Nee, da gab es einen Zwischenfall, ich darf da nicht hin. So, ich stelle mich jetzt oben zu dem Glatzkopf und gucke die Mülltonne. Zum Glatzkopf? Wo ist bei dir ein Glatzkopf? Den habe ich schon bekämpft. Auf der Route. Ach so, auf der Route. Ich dachte in der Stadt irgendwo nur ein Glatzkopf. Nee. Moment. Auf der Route können wir eigentlich sogar noch was fangen, fällt mir gerade ein. Ja. Eine neue Route, ne? Genau. So, ich gucke auch in den Mülleimer. Der Abfalleimer ist leer. Oh. Bei mir ist er auch leer. Für gemein, Leute. Bis dahin. Tschüss. Ciao.